Ich hatte panische Angst vor dieser Hochzeit. Und dann bist du aufgetaucht. Kriege ich einen Cranberry-Saft mit Eis? Und Wodka. Als ich dich vorhin gesehen habe, dachte ich, wir sollten Sex in der Garderobe haben. Ja? Warte. Das ist irgendwie ziemlich schräg. Ja, wir sind hier in der Garderobe auf einer Hochzeit. Weißt du, wir können uns kurz miteinander unterhalten? Romantische Demütigungen sind meine Spezialität. Mir egal. Sie war die Erste, die mir einen geblasen hat. Ich habe wohl keine Chance, dich aufzuhalten. Und ich habe mir mein Auge gespritzt. Also gut, ich höre. Ich hatte zu viele Freundinnen in den letzten paar Jahren. Ich bekomme es einfach nicht hin. Das haben wir alle hinter uns. Kuchen? Was? Du erzählst mir von deinem ersten Liebeskummer und dann gibst den Kuchen. Als hätte ich nicht mein eigenes Päckchen zu tragen. Wir sind verlobt. Oh. Was, du warst verlobt? Es hat 13 Tage gehalten. Beeindruckend. Das ist unglaublich beleidigend. Aber ich verstehe, was du meinst. Begleitest du mich ein Stück? Ich habe Unterricht. Nein, hast du nicht. Mir gefällt die Frau. Sie ist echt heiß. Ich weiß. Ich wünschte bloß, ich hätte das mit mehr Anstand beendet. Hast du sie je wieder gesehen? Das kann nicht funktionieren. Du bist jemand, auf den man sich einfach nicht verlassen kann. Du hast jeden Typen im Stich gelassen, mit dem du je zusammen warst. Ich bin neben der Spur und habe keine Antworten. Aber vielleicht finden wir einen Weg. Gemeinsam. Normalerweise fühle ich mich einsam in meinen Erinnerungen, aber mit dir war es anders. Gut, dann erzähle ich dir noch ein paar peinliche Geschichten aus meinem Liebesleben. Gut, ich verspreche dir nicht zu lachen. Ehrlich? Ich verspreche dir nicht so viel zu lachen.